In diesem Film sind wir nicht nur mit Italien in einem neuen Land, sondern starten gleich auch noch mit einem neuen Intro. Dreams are hard to kill. Nach unserer kleinen Odyssee, die ihr im letzten Film ja mitbekommen habt, kommen wir mitten in der Nacht in Italien an und fahren noch 5 Kilometer bis zu einem Parkplatz am Yachthafen, wo uns der Pförtner freundlicherweise übernachten lässt. Und so beginnt unsere Zeit in Italien. Als erstes wollen wir uns ein schönes Plätzchen an der Küste suchen, um die Kinder am Strand etwas toben zu lassen, auszuspannen nach der stressigen Anreise und vielleicht auch einen schönen Übernachtungsplatz direkt am Meer zu finden. Und dann finden wir noch diesen wunderschönen Stellplatz direkt vorne auf einer Mole und genießen den Sonnenuntergang fast allein mit nur ein paar Anglern, die dort noch Fische fangen. Was ist das? Das ist irgendeine Gleitart, die ganz leicht ist. Man kann mit 3 Fingern die Vogelschrei tragen. Wir sind jetzt vorne am Strand und alles ist wieder gut. Bei unseren Streifzügen und Wanderungen entlang der Küste fällt dann in den nächsten Tagen endgültig die Anspannung von uns ab. Und wir sind wieder richtig angekommen in unserer Reise mitten in Italien. Wir gehen jetzt nach Pompeji und wir haben gerade den Checker Tobi Römer angeschaut. Pompeji war eins der Ziele, die wir unbedingt unseren Kindern zeigen wollten, weil es eben nicht nur Ruinen sind, sondern weil man erahnen kann, wie die Römer einst gelebt haben.
Dem fatalen Vulkanausbruch ging bereits mehrere Jahre vorher ein Erdbeben voraus. Deshalb geht man davon aus, dass gar nicht mehr alle Menschen in dieser Stadt wohnten und vieles zu der Zeit auch noch repariert werden musste. Die Tür ist grob 5 Meter hoch. In den unter Bims und Lavastein begrabenen Gebäude haben sich noch tolle Mosaike und Fresken erhalten, deren Farbenpracht wirklich beeindruckend ist. Andererseits sieht man aber auch immer wieder Ecken und Stellen, an denen nun die Witterung einsetzt und an denen die ausgegrabenen Stücke und Gebäude einfach nicht gut genug geschützt werden können bei so einer großen Fläche. Oh nein, wir müssen zurück. Ja. Wir haben es verpasst. Dorische Säule, das ist wie oben am Stumpen liegende See. Und das hier, die ionische oder korinthische, das hier. Das sieht aus wie so ein Schreibschrift-I. Damit ist sie ionisch und wenn sie dann noch mehr verziert sind und noch aufwendiger, dann sind es korinthische Säulen. Das heißt, die hier sind eigentlich viel älter. Warum heißt das das Freudenhaus? Ah, da kommt ein Kinder! Ich bin zurück aus dem Freudenhaus. Die Fresken mit den verschiedenen Stellungen waren wohl so etwas wie eine Karte, an der der Kunde auswählen konnte, was er gerne hätte. Wir sind in dem Land Balkone. Wir sind in der Gasse der Balkone. Wir sind jetzt in der Gasse der Balkone. Hier hat man Skelette gefunden und diesen Bereich hat man ganz neu ausgelegt. Guck mal, der Vesuv da hinten. Von hier hat man einen super Blick auf den Ausbruch gehabt. Tja, der Abend nach Pompeji, was soll man sagen? Für mich war es überwältigend, für mich war es das erste Mal in Pompeji und es ist wirklich ein Eintauchen in diese Stadt, weil es eben nicht nur Grundrisse sind, die man erahnen kann, sondern man steht in der Stadt, in den Bauwerken und es ist so plastisch, also mich hätte es nicht gewundert, wenn ein Römer um die Ecke gekommen wäre. Und für mich war es sehr, sehr faszinierend. Und natürlich diese Gipsabdrücke von diesen gestorbenen Menschen, die Teil der Ausstellung sind sehr berührend. Und ich glaube, es wird mich noch eine Weile beschäftigen.
Ja, Pompeji, gestern war ein Riesenerlebnis für uns, für die Kinder. War es toll, auch wenn es natürlich relativ lang war. Wir hatten überlegt, noch nach Herkulaneum zu fahren und auch das Thema Vesuv stand ja an. Aber da jetzt auf Sizilien so viele Dinge auf uns zukommen, noch, also in puncto Vulkane sowieso, aber auch noch sehr viele Ausgrabungsstätten, fahren wir jetzt ein bisschen weiter an der Küste und machen dann doch noch ein, zwei Tage ein bisschen am Meer. Und wir haben auch noch ein paar warme Quellen gefunden, bei denen wir unbedingt vorbeischauen müssen. An Paestum sind wirklich die großen Tempel, die auch noch ganz stehen, ein Erlebnis. Ob man unbedingt die ganze Anlage gesehen haben muss oder einfach nur herumfährt, dort parkt und sich den Tempel von außen nähert, um einen Eindruck zu bekommen, bleibt jedem selbst überlassen. Der größte Tempel ist der Neptuntempel, der Tempel des Gottes des Meeres. Der etwas kleinere daneben ist der Göttin Hera geweiht. Danach hat man die Säulen aufgestellt. Gute Frage. Die kann man ja nicht einfach wie Obelix aufeinander stapeln und dann mit einem hohen Bogen da hinwerfen. Wenn man direkt vor dem Poseidon-Tempel steht, dann muss man schon sagen, dass der ganz schön groß ist. Die italienische Straßenbeschaffenheit kostet uns ziemlich viele Nerven. Das sind nicht nur Schlaglöcher, sondern die Straßen sind in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Deswegen fahren wir immer wieder auch einige Stücke auf den großen Straßen. Ja, es gibt eine gute alte Tradition, an schönen Plätzen Aioli, Grissini und ein bisschen Wein rauszuholen und den Sonnenuntergang anzuschauen. Ja, wir sind wieder ein kleines Stück weiter an der Küste entlang Richtung Süden und haben jetzt hier ganz romantisch im Hafen übernachtet. Und fahren jetzt ein Stück nachher noch weiter, aber vorher schauen wir uns noch ein bisschen die Küste an und machen eine kleine Wanderung an einem ganz tollen Küstenpfad, den es hier gibt. Messer von Opa Thomas dabei. Und ich habe eine Uhr vom Christkind bekommen. So.
always a sunny side. Across the river, take a ride, take a swim, and all your worries go away. Go across the river, and you'll be fine. Go counting winners, it's right down the line. You'll be alright on sunny side. Lost in the city lights, ain't got nowhere to turn your winding wheels. There's always a sunny side. Across the river, take a ride, take a swim, my friend, and paddle your guitar. Across the river, Papa ist eine coole Socke, huh? Go counting winners, ride down the line. You'll be your... Boah, das ist so kalt, meine Haut brennt. Ich gehe da nicht noch mal rein. Und wer wollte unbedingt rein in die Höhle? Ich. Und beim nächsten Mal machen wir was? Neopren und schnorcheln.